Willkommen zurück hier bei Dragon Age Origins. Wir haben es letzten Endes echt mal geschafft, hier reinzukommen in die ins Schloss und oh Loot. Was geht jetzt ab? Leichen? Über Leichen? Ich stehe doch eh gleich wieder auf, oder? Oh. Ich hab's ja fast nicht gesagt. Sind ja gar nicht so viele diesmal. Nur vier. Oh, Level Up. Nice. Sehr gut. Irgendeiner muss. Ich glaube, Alistair müsste hier noch Level Up sein. Das sehen wir ja gleich. Sehr gut. Oh, genau. Alistair perfekt. Alistair auch noch Level Up. Das loopen wir mal ganz kurz hier nochmal. Da lebt noch einer scheinbar. Was ist bei dem denn los? Lebt da einfach noch einer. Na los. Stimmt doch. Sehr gut. So. Habe jetzt noch einen Lyrium-Trank gekriegt und jetzt kriegt auch Alistair mal hier seine Punkte reingepfeffert. Stärke, ach, er braucht doch keine Stärke, der braucht hier Konstitution, der braucht ein bisschen HP, sonst fragt er uns bei jedem, bei jeder Kleinigkeit weg. Krieger. Der unerschütterliche Mut des Kriegers verleiht ihm Boni auf Schaden und körperliche sowie mentale Widerstandskraft. Ja, das wäre ganz gut. Ist es ein. Ah, das ist ein passiver Modus, das ist schon mal ganz gut. Was ist das hier? Schildwall. Er bildet ein Schild, Art Bollwerk und einen deutlichen Bonus auf Rüstung. Also ich glaube, ich werde jetzt erstmal ganz kurz die Passive hier oben machen und das zweite Mal, wenn ich jetzt nochmal, also wenn er nochmal wieder ab wird, würde ich sagen, dann hier den Schildwall. Gucken wir mal hier. Okay, hierfür braucht er Stärke. Hierfür auch ein bisschen Stärke noch. Und für Schildbeherrschung Geschicklichkeit. Okay. Alles ist auf jeden Fall beides Passive. Er ist geschickt und blockt mehr Leute. Ah, okay. Hier verteidigt er mehr und kann auch besser blocken und hier scheinbar auch. Okay, also ein bisschen auf Geschicklichkeit gehen ist bestimmt nicht schlecht. Okay, aber erstmal hier die Tapferkeit. Okay, und kein Skillpunkt leider für die Fähigkeiten. Und hier Stärke, ich denke mal, ich gehe jetzt einfach nochmal zweimal auf Stärke. Und hier Konstitution auch mal. Oh, ich habe immer auch hier einen Spezialisierungspunkt frei. Vielleicht sollte ich bald mal gucken, ob ich hier irgendwo einen der vier Spezialisierungen finden kann. Okay, hier zwei Waffen. Will ich ja eigentlich eher weniger, weil ich bin ja ein Zweihänder. Ob, vielleicht finde ich aber auch zwei einzelne Waffen, die dann wirklich gut sind. Aber erstmal mache ich hier mein Zweihändig voll und danach mache ich hier das zwei Waffen voll. Das Bedrohen brauche ich jetzt auch vorerst nicht. Betäubender Treffer. Vorliebe des Charakters für schwere zweihändige Waffen sorgt dafür, dass er allein aufgrund der reinen Masse hinter seinen Schlägen bei jedem Angriff die Chance hat, seinen Gegner zu betäuben. Ha, das klingt doch mal top hier, sowas. Hier ist eine Pass. Okay, so beides passive scheinbar. Der Charakter hat gelernt, zweihändige Waffen effektiver zu führen, wodurch der mächtigen Schwünge die Abzüge auf Angriff und Verteidigung verringert werden. Okay. Sind's beide ziemlich gut. Mal gucken, zweihändiger Streich und kritischer Schlag. Ich würde das ist eigentlich völlig egal, was ich von den beiden nehme, weil ich glaube, beide sind gleich gut. Aber ich nehme jetzt einfach mal geschickterweise den betäubenden Streffer, würde ich sagen. Wieso nicht? Habe ich vielleicht Glück und hätte irgendwie den Gegner öfters mal mit so einem Schlag und er ist dann gestunt. Da habe ich letzten Endes mehr von. Als wenn ich irgendwie, ja, mal irgendwo drauf rumhau und gezielt mal ein bisschen mehr Schaden mache. Das Stun kommt ja jedem zugute. Ah, keiner da, hä? Oh ja, so keiner da, ne? Tschüss. Ne, komm her. Was ist das mit euch? Höherer Schatten. Morrigan, kannst du die vielleicht mal stunnen, wenn du Bock hast oder so? Ich glaube, die heilen sich, ne? Irgendwie. Okay, der ist tot. Sehr gut. Codex aktualisiert. Okay. Ja, natürlich. Alle mal wieder auf eine hier. Na los. Der ist weg.
Wird erledigt. Ach, den hier. Los, stirb. Stirb jetzt. Alle haben verfehlen. Ah, ich kann ihn gar nicht stunnen. Doch, ich kann ihn sogar stunnen. Sind die tot? Oder kommen die wieder? Ah, da starker Lyrium-Trank, haben einfach so ein Beutelchen fallen gelassen. Ah, ist keiner zu Hause hier? Ah, ein Buch. Ah, gibt 50 EP. Geschichte der... Ach, keine Ahnung. Ja, die ganzen Codex-Einträge würde ich auch ganz gerne mal durchlesen und vielleicht auch sogar vorlesen. So, mal gucken. Ah, sehr gut, da war gerade schon seine Pogdaban. Sehr schön. Direkt den zweiten oder ersten Schlag, bin mir nicht ganz sicher. Direkt geprockt und gestunt. Leute, könnt ihr mal angreifen? Vor allem du hier, Liliana. Los, den hier. Halt ihn um. Achso, ich habe gar nicht alle angewählt gehabt. Ja, das Kampfsystem ist nämlich noch ein bisschen schwierig. Ich habe zwar den 1er ein bisschen länger her schon gespielt und den 2er eigentlich auch gar nicht so lange her. Aber ja, ist halt ein anderes Kampfsystem, als ich es gewohnt bin mit den ganzen MMOs. Ist halt nun mal so. Wird erledigt. Elfenwurz, ja, ich habe jetzt auch relativ wenige Flasks dabei, das ist mein Problem. Ich hätte vielleicht vorher nochmal einkaufen sollen, anstatt ich direkt hier reingerannt bin. Ich könnte das machen. Sehr gut, Liliana. Wird erledigt. Ah. Das ist schon mal toll. Jetzt haben wir Liliana dabei, die kann das alles knacken. Super. Vielleicht ist irgendwas Gutes dabei, was ich jetzt nicht zwingend glaube. Vielleicht wahrscheinlich nur so viel Trash. Kann ich aber gleich mal nachgucken, ob ich irgendwas finde. Und, war das alles? Ja, scheint alles gewesen zu sein. Okay, gucken wir doch mal nach. Haben wir hier einen Dolch, 440. Okay, der ist schlecht. Die Bögen lasse ich direkt generell mal weg. Und gucke jetzt erstmal kurz wegen... Hier, Ravenstorm, mein eigener Charakter. Wird wahrscheinlich alles bessere Rüstung haben. Ja, aber sowas von. Kurz mal bei Alistair gucken. Ups, wo ist Alistair? Da, Alistair. Ja, der hat auch bessere Brustrüstungen vor allem. Und sein Schild müsste hier auch besser sein als das hier. Oder? Ja, ist sogar genau das, was er hier anhat letzten Endes. Sieht nur anders aus dann scheinbar. Genau. Okay. Waffentechnisch ist, glaube ich, auch für ihn nichts dabei gewesen. Was ist das? Brennendes Gefühl. Ah, okay. Ja, das Einhandschwert ist ja eigentlich auch nichts für ihn gewesen. Das war ja dann eher was für Liliana. Gehen wir doch mal gucken, was die da so Tolles hat. Ja, das ist doch besser als ihr's. Das ist doch schon mal ganz gut. Wow, das ist ganz schön fett. Und der Dolch ist... Ja, okay. Okay, das kann man auch gleich mal sockeln. Das nächste Mal, wenn wir dann beim kleinen Sandal sind, dann können wir das bei dem auch direkt sockeln. Jetzt können wir allerdings erstmal der Frau hier was anziehen, weil die läuft hier ohne Klamotten rum die ganze Zeit. Was ist hier am besten? Ich würde mal sagen, das hier. Sieht doch schon ganz gar nicht so schlecht aus. Hat es auch viel mehr Rüstung als vorher. Davor hat es ja gar nichts gehabt, letzten Endes. Und wo ist Morrigan? Ja, Morrigan... Ja, braucht man eigentlich das gar nicht versuchen, erst anzuziehen, weil... Die hat meistens einfach... Ja, man findet einfach relativ wenig mit Magiesachen, also... Mir ist mittlerweile auch schon aufgefallen. Auch ziemlich schade. Okay, hier bin ich hergekommen. Schach. Okay. Töten. Na los. Morrigan vielleicht mal wieder ein gezielter Geisterschlag. Ich bin bereit. Sehr gut, das können wir direkt wieder auslegen und die ganzen Leute umknallen. Oh, er hat wieder direkt einen Brocken reingekriegt, sehr gut. Obwohl Liliana jetzt Rüstung hat, wird sie immer noch gefokust. Das ist irgendwie... Und also, bis er stirbt daran.
Liliana, kannst du mal aufhören zu sterben? Oh, ich hab. Den will Irgendwelche sterben. Befehle? Oh ja, oder nicht? Sehr gut. Ich frage mich gerade irgendwie, warum sie jetzt fast gestorben wäre, weil. Also sie hat jetzt Rüstung gekriegt und jetzt hat sie irgendwie trotzdem noch wenig HP. Oder ist so wenig HP, dass sie sterben würde. Kann ich daran was daran liegen, dass irgendwie drei Leute auf sie drauf gegangen sind und der hier immer auch auf sie drauf geht. Aber er macht halt wirklich richtig viel Schaden, dieser kleine Mob hier. Na, los, hör auf. Hör doch auf, geht er aus der Position. Gut. Ja, was hatten die. Was fehlt denn eigentlich alles? Ja, eigentlich hat sie. Okay, sie hat schon schlechte Sachen, so ist es nicht. Aber Waffen hat sie eigentlich gute und das einzig großartig Schlechte sind eigentlich, ist eigentlich der Helm und die Füße, aber sonst hat sie eigentlich gar nicht so viel Müll dabei. Oder an. Leichnamgalle. Okay. Ich höre Hunde. Hunde. Verkohlter Leichnam. Wie ihr meint. Wieso kämpft jetzt gegen Mabari? Und wo ist die Schildachter? Es gehen schon wieder zwei Stück auf sie, also irgendwas stimmt hier nicht. Und irgendwie machen die auch verdammt viel Schaden. Schon wieder der nächste auf sie. Also irgendwas stimmt ja. Irgendwas. Au, au, au. Das hat sich nicht gut angehört. Aua, das hat sich angehört, als hätte irgendwas gebrochen. Aua, aua. Also den anderen will ich nicht zwingend sein. Na, au, 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 Gott, oh Gott, oh Gott. Kannst du mich schnell heilen irgendwie? Lol. Nein. Was war das denn? Der Heal war schon durch. Okay, eigentlich war er nicht durch, der hat nur zu lange gebraucht. Aber, naja. Okay. Hab ich erst auf gegen Hunde verloren? Oder, na okay, nicht verloren, aber auch nicht gewonnen. Morrigan, deine Eiswaffen. Sehr gut. Eine Kiste. Ach, was für unseren Mabari, den wir auch nie mit haben. Ich glaube, aus gutem Grund. Ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht, wen ich jetzt weglegen sollte für den Mabari. Gerade weil ich ihn. Oh. Ja. Danke fürs frühe Erwähnen. Also als erstes Mal ist alles gut, Leute. Ihr braucht nicht rumschreien. Und jetzt halt erstmal alle schön gestunt. Ah, ich will noch nur weg hier. Okay. Liliana wird schon wieder gefokust. So. Noch den hier. Jetzt noch den hier. Und jetzt noch den hier. Und wieder der auf ihn hier. Und geschafft. Einfach zu leicht. Ich bin gerade in eine Feuerfalle reingetreten. Das war nicht so leicht. Und zumindest hat es ein bisschen gebrannt. Aber ich habe wieder eine Verletztenausrüstung gekriegt. Und immer schön ein bisschen Geld einsammeln. Ich frage mich irgendwas, für was diese Leichnamgalle ist. Mal gucken, wird bestimmt irgendwas sein dann später. Oder einfach nur totaler Trash, wenn man dann letzten Endes wegschmeißen kann oder verkaufen kann. Hier wieder eine Verletztenausrüstung.
Und hier geht auch noch ein kleiner Raum rein. Gibt's hier irgendwo? Ach, da ist ein Schrank. Wieder eine verletzte Ausrüstung. Sehr gut. Und hinten ist noch eine. Huh. Wer bist du denn? Velena? Bitte tut mir nichts! Schrei mich nicht an, dummes Mädchen. Ruhig. Euch geschieht nichts. Es tut mir leid. Ich habe nur solche Angst. Diese Monster sind überall. Ich bin Velena, das Dienstmädchen der Alessa. Geht es ihr gut? Was ist mit den anderen passiert? Velena? Die Tochter des Schmieds? Ihr kennt meinen Vater? Ich will zurück ins Dorf. Gibt es einen Weg nach draußen? Im Kerker gibt es einen Gang nach draußen. Aber die Monster... Die meisten habe ich getötet. Es ist sicher. Ich finde schon einen Weg. Ich bin schnell und kenne das Schloss. Vielen Dank. Juhu, Alistair und Liliana stimmen zu. Und Morrigan stimmt Gott sei Dank... Naja, okay, sie ist neutral gestimmt. Aber, wichtigerweise, wichtige Sache dahinter ist eher... Hallo. Dass ich die Quest abgeschlossen habe, so gut wie. Schon unterwegs. Und ich kann hier nicht in die Haupthalle. Selbstverständlich. Oh Gott. Wie ihr wünscht. Du bist erledigt. Die Sphäre kommt. Morrigan, da ist wieder ein Geisterschlag. Und alle... Weiter auf den hier. Jetzt auf den hier. Jetzt auf den hier. Jetzt auf den hier. Na los. Und jetzt den letzten wegknüppeln. Ah, Alistair, hör auf! Selbstverständlich. Gibt's hier vielleicht irgendwie einen Button für alles nehmen? Ich müsste da mal nachgucken. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt gehabt, aber ich habe es nicht gemacht. Ah, gibt's hier irgendwo Loot? Und da ich ein bisschen was Schlimmes ahne, Leute, geht mal alle hier hin. Das mit dahin habt ihr ganz schön gut geregelt. Ich glaube, ich muss die Stellung halten irgendwie mit hier. Hier unten irgendwo. Gruppenauswahl. Ach genau, das ist jetzt Position halten, oder? Ja, sehr gut. Folgt mir. Sehr gut. Ja, okay. Wir müssen dann scheinbar hier runter. Handschuhe? Okay. Jade. Selbstverständlich. Ich könnte das machen. Sehr gut. Ach, hier ist auch noch eine Kiste. Ein Stahlarmschützer. Ah. Mit Kriegs... Was? Darstellung von Kriegshunden. Ja, es könnte bestimmt irgendjemandem gefallen. Und ein Liebesbrief. Ah, ein Liebesbrief. Kodex aktualisiert. Leider keine Quest scheinbar. Okay, immerhin 20 EP fürs Entriegeln gekriegt. Immerhin. Und wo geht's hier hin? In den Hof, okay. Wird erledigt. Na los, komm, PC. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das wird hier ein heftiger Kampf, weil ich habe das noch ein bisschen böse in Erinnerung hier. Oh Gott. Dann würde ich aber sagen, dass ich hier einen kleinen Cut mache und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, wenn wir hier auf diese schwarz-dunkle Brut hier unten treffen. Voll auf diesen dicken Koloss da hinten. Oder den habe ich gar keinen Bock. Also dann, bis dann. Ciao.